erläutert, nicht? Und das muss ich natürlich auch, wenn ich aus dem Esperanto in Ethnosprachen, in Nationalsprachen übersetze, auch machen. Beziehungsweise auch in Esperanto selber erklären. Ja. Weil, ja, ein Beispiel aus irgendeinem Literatur aus dem japanischen Bereich sind Begriffe drin, die wir hier nicht kennen, oder so finnischen. Genau. Dann werden auch eine Erklärung rein. Ja, nicht? Also, und nun gibt es aber diese spezielle Kultur der Esperanto-Sprechenden. Das ist ja nun bekannt, ich war das Wort Krokodili und so verschiedene Ausdrücke. Ja, genau, nicht? Die kann man auch nur, die muss man erklären, woher sie kommen, sonst weiß keiner, was damit anzufangen. Nicht? Das, und da gibt es ja sehr viele, da möchte ich gerade mal erwähnen, da hat ein russischer Interlinguist, Alexander Melnikov, weiß nicht, ob der Name schon mal untergekommen ist, das ist ein ganz interessanter Mann, der hat jetzt eine Habilitationsarbeit verteidigt, wo er dieses ganze Thema Esperanto und Kultur behandelt. Und vor allen Dingen, also sein Hauptteil seiner Arbeit ist der spielerische Umgang mit dem Esperanto. Die ludische Verwendung mit dem Esperanto. Und das ist natürlich hochinteressant, weil das ein riesiger Beweis für die Kulturalität des Esperanto ist. Nicht? Oder eine andere hervorragende Arbeit, die ganz unbekannt ist. Marie-Thérèse Loancy, eine Französin, hat eine Dissertation geschrieben, 1500 Seiten stark, die würde heute keine Universität mehr annehmen, so ein Riesending. Über das Sprachspiel im Werk von Raymond Schwarz. Gut, da bin ich jetzt vielleicht kulturell auch nicht. Natürlich. Ich meine, das ist ja auch nicht schlimm, nicht wahr? Man kann wirklich nicht alles wissen. Aber, und deswegen gibt es ja auch Bildungszentren und man liest dies und jenes, das ist klar. Und wenn ich höre, dass wir jetzt 2,5 Jahre Esperanto betreiben, dann sind wir ja unheimlich weit, was die Sprache betrifft. Raymond Schwarz war Bankdirektor, ein Franzose, der bekannt wurde durch hervorragende belletristische Werke. Es gibt einen berühmten Roman, Kiel Aqua del Rivero, wie das Wasser der Flüsse, mit vielen Anspielungen an die Esperanto-Geschichte, kann man auch noch verstehen, wenn man den Hintergrund kennt. Aber bekannt ist er vor allen Dingen geworden durch, na sagen wir mal, ironisch-kritische aktuelle Kommentare zur Weltpolitik. Laumir Rit Punto. Nicht Rit Punto, sondern Rit Punto. Da haben wir schon ein Sprachspiel. Rit von Rhythmus oder? Nee, Ridi, Lachen. Also, Lachen, ja. Also nicht nach meinem Rit, nach meinem Gesichtspunkt, sondern nach meinem Lachpunkt. Weil Vidi, kai Ridi so hübsch passen. Und Rit Punto, also Lachpunkt, nach meinem Lachpunkt. Insofern, als er das Esperanto derart virtuos verwendet, dass man also ständig amüsiert. Also mit Doppeldeutigkeiten, natürlich häufig ging es um politische Texte, wie gesagt, da kommentiert politische Dinge, in einer Art, die also wohl nur Raymond Schwarz so weit getrieben hat. Und da gibt es eine Dissertation drüber, das Wortspiel im Werk von Raymond Schwarz. Und ich bemühe mich jetzt gerade darum, dass die veröffentlicht wird, zumindest das Resümee. Das sind so Dinge, oder auch die Arbeit von Sabine Fieler, die ich schon erwähnte, die also dem Skeptiker eigentlich zeigen, also es kann doch nicht sein, dass es eine tote Sprache ist. Das ist doch nicht möglich, dass die Sprache keine Kultur hat. Das sind also ganz wichtige Dinge. Insofern Kultur selbstverständlich. Es wird auch immer der Begriff genannt der Globalisierung. Also wir müssen da unterscheiden zwischen der negativen Globalisierung, die man eigentlich versteht, jetzt im Sinne auf Wirtschaftsbeziehungen und so weiter. Ja. Es gibt natürlich auch eine positive Globalisierung, die wir uns vielleicht schon wünschen, eben das Verständnis mit anderen Kulturen, den kulturellen Austausch und so weiter. Ja. Und darauf bezieht sich auch der Begriff von Esperanto als globalisierende Sprache vielleicht, oder das man vielleicht erreichen möchte. Ja. Es wäre jetzt, meine Frage ist, es wurde im Film genannt, in diesem Dreisat-Beitrag, Esperanto hätte keine Chance. Oder ist schon längst tot natürlich. Hat Esperanto eine Chance, beziehungsweise was für Voraussetzungen müssten Ihrer Meinung nach gegeben sein, damit Esperanto eine Chance hat? Oder was sind so die Faktoren, von denen die weitere Entwicklung irgendwie abhängt? Ja, also ich meine, da gibt es natürlich verschiedene Meinungen dazu. Es gibt eine Reihe von Esperantisten, von hervorragenden Sprechern, die sich völlig zurückziehen und sagen, Esperanto wird nie was. Placivito ist so ein Beispiel, wenn Sie mal gehört haben von dieser Erscheinung, die ein Esperanto-Land ohne Staat gegründet haben. Die sagen also, Esperanto hat sowieso keine Chance, Englisch ist durch, was auch durch sein bedeutet, Englisch ist durch.
Aber Esperanto ist solch eine tolle Sache und eine Kultursprache und die macht Spaß und ich kann sie lernen und ich habe Freunde und habe Kontakte und ich pflege die Sprache und kümmere mich überhaupt nicht um die Zukunft. Es interessiert mich überhaupt nicht, ob irgendwann mal im Sinne Ihrer Frage die Sprache eine Rolle vielleicht spielen würde. Das heißt, es gibt selbstverständlich Pessimismus, weil man einfach sieht, naja, Englisch und Globalisierung im negativen Sinne jetzt mal gesehen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, und zu denen würde ich mich auch zählen, die, na, ich sage mal, die Geschichte etwas dialektisch sehen. Also nicht einkanalig, sondern nicht, es gibt unterschiedliche Bewegungen. Richtung. Natürlich nicht. Und die Vorherrschaft des Englischen scheint mir nicht ewig zu sein, weil wenn man zurückschaut in die Geschichte, die einzelnen Sprachen unterschiedliche Rollen gespielt haben, nämlich immer in Abhängigkeit. Mir fällt gerade dazu ein, ich habe mitbekommen, an dem Gymnasium, wo ich zur Schule ging, mein Abitur gemacht habe und auch Englisch gelernt hat natürlich, ist jetzt die Möglichkeit geschaffen worden, dass man, ich glaube, Japanisch lernt, schon ab der 5. Klasse. Das ist zumindest eine asiatische Sprache mit der Begründung auch, dass sich die Wirtschaft ja in Zukunft auf den asiatischen Raum konzentrieren würde und man deshalb doch schon mal vorsorgen sollte. Und ich habe auch schon mal so Artikel gelesen, ob Manager, die jetzt Chinesisch lernen. Ja, natürlich Chinesisch, selbstverständlich. Also die Großmacht. Wobei doch, gerade um was erwähnt, China hat doch, oder die chinesische Regierung hat ja gerade letztes Jahr während des Esperanto-Weltkongresses wohl ihre offizielle Unterstützung erklärt. Ja, also das haben die natürlich öfter gemacht. Ich hatte am Weltkongress in Peking im Jahr 1986 teilnehmen können. Und das war eine noch massivere Unterstützung, obwohl dieses Mal war sie auch sehr groß. Und die Chinesen arbeiten ja mehrkanalig. Sie sind auf der einen Seite Pragmatiker und man lernt wie wäre Englisch mit nicht sehr großem Erfolg, wie ich von meinem chinesischen Kollegen weiß, den ich jeden Tag im Internet habe. Aber sie lernen Englisch und auch andere Sprachen. Auf der anderen Seite haben sie was gegen Hegemonie, weil sie nämlich selber hegemonial werden. Nicht? Also die Chinesen, das ist die zukünftige Weltmacht. Nicht? Das sehen die Amerikaner auch und andere auch. Also Chinesisch lernen ist jedenfalls nicht verkehrt. Manche sagen, lernen Arabisch und so weiter. Gut, aber so. Und dort wird das Esperanto durchaus auch unterstützt und gefördert, weil die Chinesen natürlich irgendwie auch verstehen, dass eine neutrale Sprache, sagen wir mal, die Macht der gegenwärtig hegemonialen Sprachen reduzieren kann. Nicht? Also das kann man sich ja vorstellen, so als Modell, wenn wir wieder zum Europa kommen, wenn also Esperanto eingeführt würde, würde das natürlich bedeuten, dass die Rolle des Englischen, des Französischen, Deutsch spielt halt sowieso keine Rolle, aber gut, dass die Rolle dieser Sprachen enorm reduziert wird, relativiert wird und immer mehr sinkt. Das wiederum bedeutet auch Möglichkeiten für das Aufblühen anderer Sprachen. Natürlich auch nur, wenn man jetzt hier sprachpolitisch gewisse Dinge auch bedenkt und nun nicht etwa glaubt, nun müsste Esperanto die hegemoniale Sprache. Ich wollte gerade sagen, weil ich könnte den Eindruck bekommen, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen Esperanto und es ist so eine leichte Sprache, also das lernt man noch schneller als Englisch. Irgendwann gibt es dann auch kein Deutsch mehr, weil alle Welt nur Esperanto spricht. Na gut, also die Gefahr ist schon deswegen nicht da, weil hinter dem Esperanto keine Großmacht steht. Also keine politische und ökonomische Großmacht, so dass das schon von daher eine Zweitsprache bleiben würde. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch und kann man auch mehr machen für minoritäre Sprachen und kann mehr machen für den Kulturaustausch, weil nicht mehr alles dominiert wird vom Englischen. Ich möchte mal, sehe ich das richtig, dass man vielleicht sagen kann, dass Sprachen vielleicht von zwei Seiten ihre Unterstützung erhalten. Einmal von der Familie aus, in der man aufwächst, oder dem engsten Sprachkreis, vielleicht in dem Ort oder der näheren Region. Richtig, ja. Und quasi von der zweiten Seite von dem übergeordneten Staatengebilde, wie wir es jetzt in Deutschland haben. Wir haben dann ja auch, das wäre ein schönes Beispiel, einerseits die regionalen Dialekte, andererseits aber auch die Hochsprache, die ja quasi von oben aufoktroyiert wurde. Ja, das sehe ich auch so. Und gerade die regionalen Kommunikationsmittel gewinnen wohl nach und nach an Bedeutung auch als Mittel der Identifizierung. Nicht? Genauso wie diese Soziolekte zum Beispiel sich bilden, also gerade kleine Gruppen auch ihre eigenen Slangs oder Dialekte. Genau, das sind die Kennzeichen für diese Gruppe und so. Und was jetzt. Also weil Sie von China gesprochen haben, das ist schon richtig, die Chinesen fahren mehrgleisig. Aber Sie haben mich jetzt nach der Zukunft gefragt. Also ich würde erst einmal sagen, Esperanto hat sich durchgesetzt im Vergleich zu anderen Plansprachenprojekten. Und zwar kann man wahrscheinlich sogar heute sagen, wenn man interlinguistische
Untersuchungen und Erfahrungen und Kriterien ansetzt, dass Esperanto durchaus nicht nach unseren begrenzten Vorstellungen die beste, strukturell die beste Plansprache ist. Das heißt, es gibt schon eine Reihe von Sachen, die, wenn man heute Esperanto einführen würde und das Recht auf Sprachplanung hätte, würde man verschiedene Sachen abschaffen. Also da gibt es verschiedene Dinge, über die man nachdenken könnte. Aber es hat sich dennoch durchgesetzt im Vergleich zu den anderen Plansprachenprojekten, wo einige vielleicht besser waren und sind oder wie auch immer, so dass man sagen kann, ja, Esperanto hat sich durchgesetzt im Vergleich zur Konkurrenz. Und man kann auch sagen, ja, Esperanto hat sich durchgesetzt insofern, als es erwiesen ist, dass eine sogenannte künstliche tote Sprache, ich packe das jetzt mal zusammen, ganz negativ, was doch gar nicht geht, was doch eigentlich gar nicht funktionieren könnte, die Praxis zeigt, dass sie funktioniert und die Praxis ist nach wie vor das Kriterium der Wahrheit. Also alles, was man sich ausdenkt, ist eine Sache und was in der Praxis funktioniert, ist eine andere Sache. Und das muss man nur zur Kenntnis nehmen. Durchgesetzt, ja. Nicht durchgesetzt, wie gesagt, was die Vorstellung betrifft. Welche Bedingungen, fragen Sie? Na gut, ich würde mal sagen, Esperanto hätte Chancen unter veränderten globalen Bedingungen. Das heißt also, wenn die hegemoniale Macht nicht mehr bestimmt, dass überall Englisch, Kultur und so weiter und so fort zu genießen ist und die Wissenschaft Englisch dominiert wird, etc. Wenn die internationalen Beziehungen nicht einkanalig diktiert werden von der hegemonialen Macht, und da meine ich eben die USA und ihre Verbündeten, da gibt es ja auch manchmal Dinge, wo man nicht so ganz froh sein kann. Also das ist natürlich jetzt meine Auffassung dazu. Und also ich rede jetzt nicht der Weltrevolution das Wort, aber ich kann mir vorstellen, dass die Völker auf die Dauer doch gezwungen werden, es gibt ja auch eine globalisierungskritische Bewegung, dass sie sagen, also so geht es nicht weiter. Nicht? Die Schere zwischen Nord und Süd wird immer größer, Armut wächst und ein paar Leute werden immer reicher. Ich will jetzt ja gar nicht auf Deutschland zu sprechen kommen, wo man es ja fast nicht glaubt, was man immer mal liest. Das kann also nicht sein und das, wenn man das zulässt und es so weitergeht, dann führt das letztlich zur Zerstörung der menschlichen Zivilisation. Sodass vielleicht doch Kräfte immer stärker werden, die dieser Globalisierung im negativen Sinne Einhalt gebieten oder sie reduzieren, wie auch immer. Und das ist ja die negative Flanke, denn sonst haben Sie natürlich recht, die Globalisierung ist ein objektiver Prozess. Nicht? Aber das meinen wir jetzt ja nicht. Wir meinen ja diese. Und wenn die Bedingungen, inklusive Stärkung der Vereinten Nationen, Gleichberechtigung der internationalen Beziehungen, auch in Europa und wo auch immer, wenn die so stark werden und man gleichzeitig natürlich durch diese Demokratisierung der Beziehungen gezwungen ist anzuerkennen, dass die einzelnen Nationalsprachen und die Minderheitensprachen und die Regionalsprachen und Dialekte eine ganz wichtige Rolle spielen, das gehört irgendwie zu dieser Demokratisierung, richtig? Wenn man das akzeptiert, dann kommt man natürlich auch dazu, dass man sagt, naja, also was machen wir jetzt? Also wir haben jetzt haben wir 20 Sprachen, die Iren kämpfen nachträglich für die Offizialisierung ihrer irischen Staatssprache. Die haben das ein bisschen nachlässig beiseite gelassen, weil ja alle Iren Englisch sprechen, stimmt ja auch. Aber alle Malteser sprechen auch Englisch. Also frage ich mich, warum Maltesisch? Ne? Tja, wollen die Malteser so die große Macht? Und wenn also es begriffen wird, dass die Sprachen ein Wert sind und dass sie wichtig sind und auch die nationale Identität ausdrücken oder regionale oder persönliche Identität. Ganz genau, oder auch ethnologisch gesehen. Ich war eine Gruppe, die sich über ihre Sprache identifiziert und sogar für ihre Sprache kämpft. Ich denke nochmal an die Basken, und es gibt ja da viele Beispiele. Wenn man das begriffen hat, dass das derart wichtig ist, ein Reichtum ist, und man nicht hinnehmen kann, dass Sprachen ausgemerzt werden oder sterben und man muss was dazu machen, dass die Leute wieder ihre Muttersprache lernen und so weiter und so fort. Wenn man das begriffen hat, dann kommt man irgendwann zu dem Thema, ja Gott, was machen wir jetzt? Also irgendwie müssen wir was Neutrales finden. Nicht? Und da kann es vielleicht sein, dass man sagt Latein, Pipapo. Oder man sagt, naja, warum nehmen wir nicht ein Neolatein, ein modernes Latein? Gucken wir uns nochmal das Esperanto an und dann sehen Sie, ah ja, es funktioniert und es gibt allerhand. Und dann kann es ja wohl sein. Und man kann auch schon auf vorhandene Strukturen aufbauen. So ist es. Nee, man kann darauf aufbauen, so ist es. Und man kann die ausbauen. Weil die und Zeit wahrscheinlich dafür nicht ausreichen wird, denke ich mal. Nein. Man hat sicherlich auch jetzt schon, kann man wirklich sagen, nach bald 120 Jahren, kann man ja wirklich schon derart viel vorweisen von diesem funktionierenden Modell,
das ist nach meiner Auffassung völlig ausreichend zu sagen, ja, das funktioniert schon, ist ausbaufähig. Mhm. Und unter solchen veränderten Bedingungen kann ich mir schon vorstellen, dass Esperanto eine Chance hat. Und dann ist natürlich wieder die Frage, haben wir das Modell gut genug vorbereitet, dass es da nicht Irrtümer gibt? Mhm. Es ist ja nicht so, dass sich, da sagen wir mal, richtige Erkenntnisse automatisch verbreiten. Mhm. Das ist ja leider nicht so. Es gibt ja nicht den Automatismus, dass man sagt, also die Wahrheit oder sagen wir mal jetzt objektiv, positive Dinge, die setzen sich ja nicht automatisch deswegen durch, weil sie positiv sind, sondern das ist ja, wenn das so wäre, wäre das ja toll, aber es ist nicht der Fall. Und deswegen reicht es nicht, eine Konfliktsituation zu haben, dass man sagt, wir suchen jetzt eine neutrale Lösung. Das Modell muss nicht nur gut sein, es muss auch bekannt sein, dass es gut ist. Und da ist noch einiges zu tun. Deswegen auch mein Vorschlag, dass man einen Bericht für die Europäische Union schreibt, das ist ja nur eine kleine Sache, also man muss eigentlich viel mehr machen. Und das haben die Leute weggeschnitten im Fernsehinterview.